Wir haben in unserer Kölner Wohnung eine ganze Reihe von afrikanischen Bauchmasken gehabt. Diese Reihe von Masken der Makonde aus Tansania, die haben wohl Teresa Murak bei ihren gelegentlichen Besuchen bei uns in Köln sehr beeindruckt, und davon inspiriert ist sie dann eben mal mit dieser Leibmaske gekommen, um sie uns zu schenken. In diesem Fall sind ja auch die Kressesamen nur aufgetragen. Dank ihres Schleims haben sie eine Art von harter Schale gebildet und sind nicht gekeimt. Es sollte ein bleibender Körperabdruck sein und möglicherweise wie ein Porträt von sich selbst. Egal, ob sie säte, ob sie Sauerteig in den Schlamm grub oder ob sie diese Kressesamen quellen ließ und dann aufdruck. Das war auch immer eine Art von Ritual, den natürlichen Energien näher zu sein.